Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schmeißen wir die Feuerplatte an und machen einen richtig coolen Cheeseburger. Und wie das geht und was wir dazu brauchen, zeige ich euch jetzt. Während die Feuerplatte hochheizt, kommen wir eben einmal zu den Zutaten. Das ist ganz einfach. Wir haben hier klassische Brioche-Burger-Buns, wilden Brokkoli, paar Tomaten und dann hier von Rouget diesen Grillkäse. Der wird richtig cremig, kann ich euch nur empfehlen. Dann als Soße haben wir einmal diesen Chili-Aufstrich, bisschen Tomaten-Mayo und braunen Zucker, um die Tomaten zu karamellisieren, bisschen Olivenöl, Pfeffer, Salz. Das war's schon. Das Ganze ist natürlich vegetarisch, also richtig coole Nummer. Wer möchte, kann sich natürlich auch noch ein normales Hackpatty drunter machen. Aber ich sage euch eins, das reicht so schon. Ich würde sagen, wir wechseln die Location, gehen an die Feuerplatte und dann geht es auch direkt los. So, die Platte ist an, sie ist schön gebogen, das heißt Hitze ist da. Frisch eingebrannt ist sie auch. Wie das geht, wenn da mal ein bisschen Rost drauf ist und so, das Video verlinke ich euch mal hier oben. Und jetzt starten wir als erstes mit dem wilden Brokkoli. Den legen wir einfach hier auf die Platte. Genauso wie im Prinzip mit dem grünen Spargel. Kommt ein bisschen Öl drüber. Perfekt. Den lassen wir da jetzt erstmal schön ein bisschen braten. Aufpassen, dass er euch nicht komplett verbrennt. Und dann nehmen wir gleich als nächstes den Käse. Aber wir warten erstmal so 2-3 Minuten auf den Brokkoli. So, während der Brokkoli jetzt hier vor sich hin brät, der darf von mir aus gerne auch ein bisschen Biss haben. Wer es nicht mag, der sollte den vorher einmal so kurz ein paar Minuten anblanchieren, dass der ein bisschen weicher wird. Kommen wir jetzt zum Käse. Den legen wir auch nicht in die direkte Hitze, sondern hier so relativ in die mittlere Zone der Feuerplatte rein. Und den lassen wir da jetzt auch richtig schön cremig werden. Ja, das dauert auch so 5 Minuten ungefähr. Kommen wir gleich zu den Tomaten und den Burger Buns. Und ich sage euch, das wird eine richtig, richtig leckere Suppe, wollte ich schon sagen. Leckerer Burger natürlich. Während das Ganze jetzt hier so durchzieht, legen wir hier die Tomaten noch auf. Dafür brauchen wir auch gleich den braunen Zucker, weil ich die so ein bisschen karamellisieren wollte. Das heißt, wir nehmen hier so ein ganz klein bisschen Zucker oben drauf. Vielleicht drehen wir die Tomaten einmal um und machen dasselbe von der anderen Seite auch. Da müsst ihr aber aufpassen, Karamell, das wird dann echt schnell bitter. Also schön gucken, dass euch das Ganze nicht hier verbrennt. Deswegen legen wir die auch ganz nach außen. Das ist so eine richtige leckere Süße von Zucker und eine Säure von den Tomaten. Das passt einfach perfekt dazu. Die Tomaten sind schon perfekt. Hier am Rand sieht man schon so ein kleines bisschen Karamellbildung, auch auf der Platte. Und jetzt packen wir die Burger Buns drauf. Die habe ich so ein ganz klein bisschen mit Butter eingeschmiert. Dann werden sie noch mal extra knusprig. Die lassen wir einfach jetzt nur so ein bisschen, 1-2 Minuten mit auf der Platte liegen. Und dann kommen wir gleich auch schon zum Zusammenbauen. So, eins wollte ich euch natürlich nicht unterschlagen. An den Brokkoli machen wir einmal noch ein klein bisschen Olivenöl dran. Und ein bisschen Pfeffer und Salz, dass der auch gleich direkt einen eigenen Geschmack hat. Ich finde es immer an der Feuerplatte richtig cool. Vor allen Dingen auch so im Winter, wenn man da den Glühwein draufstehen hat. Man macht Burger oder was auch immer auf der Platte. Es stehen alle zusammen, es ist schön warm. Also eine Feuerplatte kann ich euch echt nur empfehlen. Wenn ich euch meine mal im Detail vorstellen soll, dann ballert das gerne mal unten in die Kommentare. Da mache ich mal ein extra Video, wo wir die komplett auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. So, und jetzt schnacken wir aber nicht lange. Wir gehen wieder rüber und bauen den Burger zusammen. So, ich habe jetzt die Zutaten erstmal für einen Burger hier mit hingebracht. Dann fangen wir ganz einfach an, erstmal unten ein bisschen was von dieser Chili-Paste aufzutragen. Das gibt dem Ganzen nochmal eine richtig schöne Schärfe. Dann legen wir hier unseren Käse drauf als Patty. Die Tomaten schön. Ah, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Dann oben noch den gerösteten Brokkoli. Auf den Deckel vom Brötchen machen wir etwas von dieser Tomaten-Chili-Paste oder Mayo besser gesagt. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ein richtig geiler, ganz einfacher vegetarischer Feuerplattenburger. Ich würde sagen, ich schneide das Ganze jetzt einmal durch, dass wir sehen,
wie der Käse auch ist, ob der wirklich so cremig ist wie versprochen. Gucken wir mal rein und ich kann euch sagen, wenn man da so drauf drückt, ja, er ist wunderbar cremig. Hier sieht man es nochmal richtig, wie es alles rauskommt, wie saftig das ist. Und jetzt werde ich es mir natürlich nicht nehmen lassen und probiere den auch direkt. Mmh. Mmh. Boah, also das kann ich euch ganz klar empfehlen, auch wenn es ohne Fleisch ist. Schmeckt super lecker, schön knackig von dem Brokkoli, süße Säure von dem Zucker und der Tomate, eine leichte Schärfe hinten raus. Also ganz klare Nachgrillempfehlung. Könnt ihr natürlich auch einfach auf dem Grill machen, den Käse kann man so auch auf normales Grillrost legen. Richtig rundrum richtig leckere Sache, sag ich mal. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat und wir uns das nächste Mal hier bei Oles Barbecue wiedersehen. Bis dahin, ciao.